Ihr Lieben, das Brot ist fertig. Ich habe schon ein bisschen genascht. Es ist schön fluffig, weich und obendrauf schön kross. Und es duftet hervorragend. Hey, heute machen wir Brot. Hey, heute machen wir Proteinbrot. Und das hier ist Amaranth. Das ist schon gekocht. Das sind 100 Gramm Amaranth mit 200 Milliliter Wasser und Prise Salz, also gestrichene Teelöffelchen. Dazu machen wir mal ein Dinkelmehl. Und Dinkelmehl Vollkorn. Und hier habe ich Wasser, halbe Würfel Hefe und so ein bisschen von Zuckerrübensirup. Das vermische ich jetzt. Das kommt auch rein. Und jetzt kommen noch 2 Esslöffel Olivenöl, gestrichene Teelöffel Salz und das verknete ich jetzt. Fertig! Und so lassen wir ihn. Ich lasse ihn bis morgen früh ruhen, aber ihr könnt ihn auch nach einer Stunde schon verarbeiten. Das sollte so schöne elastische Teig sein, ne? Weil es könnte sein, dass bei dem Amaranth kochen euch das Wasser flöten geht, dann musst ihr ein bisschen mehr dazu machen. Und jetzt nach dem Gehen machen wir den Teig fertig. Ich knete ihn nochmal durch und dann teile ich ihn 3 Teile. Und mache so kleine Baguette daraus. Nicht unbedingt gleich, aber das ist egal. Und die kommen dann in so eine Baguette-Form. Ich die nochmal das Volumen vergrößern und dann packe ich sie aus. Jetzt sind die Baguettes schön aufgegangen. Ich habe sie noch ein bisschen eingeritzt, dass sie dann backen nicht platzen. Und jetzt kommen sie in den Backofen. Ihr Lieben, das Brot ist fertig. Ich habe schon ein bisschen genascht. Es ist schön fluffig, weich und obendrauf schön kross. Und es duftet hervorragend. Viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich.